Heute geht es um das Thema Verkehrsrecht, um meine Rechte als Unfallbeteiligter, als Geschädigter eines Verkehrsunfalls. Was kann ich tun, um bestmöglich meine Rechte geltend zu machen, mein Auto reparieren zu lassen und gegebenenfalls eine Wertminderung geltend zu machen? Hallo, mein Name ist Christoph Krosch, ich bin Rechtsanwalt der Kanzlei KGK aus Köln-Rodenkirchen. Heute widmen wir uns dem Verkehrsrecht, ganz konkret dem Verkehrsunfall. Wie gehe ich da als Unfallbeteiligter vor? Die erste Frage ist natürlich, wer bezahlt den Schaden? Hier kommt es immer auf den Verschuldensgrad an. Derjenige, der den Unfall zu verschulden hat, muss grundsätzlich auch die Schäden des anderen bezahlen. Vielmehr nicht der Halter. In der Regel macht das direkt die Kaskoversicherung. Ich als Unfallbeteiligter, als unverschuldeter Unfallbeteiligter kann meine Ansprüche direkt gegenüber der gegnerischen Versicherung geltend machen. Hier ist aber zu beachten, dass die gegnerische Versicherung immer nur den Anteil bezahlt, der tatsächlich ihr Versicherungsnehmer an dem Unfall zu verschulden hat. In der Regel werden hier Haftungsquoten erstellt, wonach jeder Unfallbeteiligte zu einem gewissen Anteil den Unfall zu verschulden hat. Ganz selten ist der Fall, dass wirklich eine 100-zu-0-Quote ist. Hier ist dann auch das Gebiet der Rechtsanwälte, weil man sich trefflich darüber streiten kann, wer den Unfall zu welchem Anteil zu verschulden hat. Allein aus diesem Grund empfiehlt es sich natürlich, anwaltliche Hilfe zu holen. Hier haben zum einen viele Mandanten eine Verkehrsrechtsschutzversicherung, die diese Anwaltskosten komplett übernimmt oder das Kostenrisiko. Wenn die Angelegenheit jedoch eindeutig ist, dann ist davon auszugehen, dass die gegnerische Unfallversicherung auch die Anwaltskosten übernimmt. Zumindest muss sie immer die Anwaltskosten in Höhe der Quote der Unfallbeteiligung des gegnerischen Unfallverursachers übernehmen. Von daher macht es eigentlich Sinn, sich hier anwaltliche Hilfe zuzuholen, da hier mit dieser Hilfe tatsächlich mehr Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können. Bei einer vermeintlichen Schadenshöhe über 750 Euro, die in der Praxis recht schnell erreicht ist, empfiehlt es sich immer, ein Sachverständigengutachten einzuholen. Überhalb dieser Bagatellgrenze, 750 Euro, das ist die Bagatellgrenze, kann dann auf Basis dieses Gutachtens abgerechnet werden. Es steht dem Unfallbeteiligten, mir als Geschädigten, dann grundsätzlich offen, ob ich auf Basis dieses Gutachtens abrechne oder ob ich den Schaden tatsächlich reparieren lasse. Der Unterschied ist allein, dass ich bei der tatsächlichen Reparatur auch die Mehrwertsteuer geltend machen kann. Wenn ich es nicht reparieren lasse oder selber repariere oder wie auch immer einfach so damit weiterfahre, dann kann ich nur den Nettobetrag der vom Gutachten errechneten Reparaturstunden geltend machen. In der Regel gibt es dann immer Streit über die vom Gutachten angesetzten Stundensätze der Werkstatt. Hier hat ein Unfallgeschädigter dann einen Anspruch darauf, dass die Stundensätze einer Markenwerkstatt angesetzt werden, wenn das Auto nicht älter als 3 Jahre alt ist oder wenn es in den vergangenen Jahren regelmäßig auch zur Inspektion in der bestimmten für das Fahrzeug betreffenden Markenwerkstatt war. Da möchte ich kurz zu dem Thema wirtschaftlicher Totalschaden kommen. Was ist, wenn die Reparatur teurer ist oder Reparatur teurer wäre als die Neubeschaffung eines gleichwertigen Fahrzeuges? Hier hat ein Unfallgeschädigter einen Anspruch darauf, dass er auch in diesem Fall sein Fahrzeug reparieren lässt, wenn die Grenze bei 30% liegt. Das heißt, wenn die Reparatur nur 30% teurer ist als die Neubeschaffung eines vergleichbaren Fahrzeuges. Dies vor dem Hintergrund, dass der Geschädigte grundsätzlich die Wahl haben soll, weiter mit seinem liebgewonnenen Fahrzeug fahren zu dürfen und es behalten zu dürfen. Er kann jedoch nur das Auto reparieren lassen und diese Kosten geltend machen, wenn A, wie gesagt, die Quote von 30% nicht übertroffen ist und B, er das Auto danach auch mindestens 6 Monate weiter fährt. Dann kann ich auch bei einem eigentlichen wirtschaftlichen Totalschaden das Auto reparieren lassen und die Kosten hier bis 30% oberhalb des Wiederbeschaffungswertes geltend machen. Für die Dauer des Fahrzeugausfalls während der Reparatur habe ich grundsätzlich auch einen Anspruch auf Erstattung von Mietwagenkosten. Dies jedoch nur, wenn ich tatsächlich den Mietwagen miete
und auf das Auto angewiesen bin, beispielsweise für die Arbeit etc., da muss ich ja doch darauf achten, dass ich bei dem Mietwagen nicht einen sogenannten teuren Unfallersatztarif nehme, sondern einen ganz üblichen Mietwagentarif und hier auch kein klassenhöheres Auto miete, als ich selber habe, als das Auto, was halt nicht gebrauchsfähig ist. Neben den tatsächlichen Kosten für die Reparatur oder den hypothetischen Kosten, wenn ich das Auto nicht reparieren lasse, gibt es in der Regel noch eine Nutzungsausfallentschädigung und eine Wertminderung, die entschädigt werden muss. Allein aufgrund dieser Punkte ist es natürlich zwingend notwendig, ein Gutachten einzuholen und den Unfall auch von einem Anwalt regulieren zu lassen, da man sonst wirklich bares Geld verliert, wenn man das Fahrzeug einfach in eine Werkstatt bringt und es reparieren lässt und diese Kosten dann geltend machen, hat man wirklich Geld verloren. Weiterhin ist zu beachten, dass unter Umständen auch Schmerzensgeld geltend gemacht werden kann. Wenn ich nach dem Unfall ein unwohles Gefühl habe, wenn ich Kopfschmerzen habe, Rückenschmerzen habe etc., lieber einmal mehr zum Arzt gehen als weniger und dann auch seine Unfallfolgen, seine Schmerzen feststellen lassen durch einen Arzt, dann kann man auch in der Regel einen Schmerzensgeldanspruch geltend machen. Dafür braucht man jedoch wirklich zwingend ein ärztliches Attest. Bei weiteren Fragen zu dem Thema Verkehrsunfall, zum Thema, wie kann ich als Unfallgeschädigter vorgehen, gerne uns kontaktieren, gerne uns nach einem Unfall kontaktieren. Wir regulieren wirklich gerne den Unfall und machen es für euch so schnell und unkompliziert, wie es geht, sodass ihr schnellstmöglich zu eurem Geld kommt und den Unfall bestmöglich reguliert bekommt. Wir freuen uns, dass ihr dieses Video angeschaut habt, freuen uns auch, wenn ihr weiter hier auf dem Kanal weitere Videos guckt oder auch mal auf unserer Homepage vorbeischaut. Auch hier versuchen wir immer regelmäßig eine gute Übersicht zu verschiedenen Rechtsthemen darzustellen und immer euch auf dem Laufenden zu halten. Bis bald und viele Grüße aus Köln.